wahrscheinlich das berühmteste Hausboot der Welt, bestimmt aber eines der größten. Die Sean O'Kelly, 34 Meter lang, 180 Tonnen schwer und ehemaliges Zuhause der Kelly Family. Als Wohnkahn für den singenden Familienclan hat das Boot längst ausgedient. Jetzt soll es ins Museum. Doch der Weg dorthin hat es in sich. Claudio Schnied. Hausboot auf Landfahrt. David zieht Goliath. Mit einem 750 PS starken Schlepper wird die Sean O'Kelly rein aufwärts gebracht. An Köln vorbei bis nach Speyer. Dort soll der Veteran im Technikmuseum endgültig vor Anker gehen. 6 Jahre lang diente das 1923 gebaute Schiff der Kelly Family als schwimmendes Zuhause. Seine letzten Kilometer soll es auf einem Tieflader zurücklegen. Doch zuerst muss der museumsreife Riese aufs Trockene. Mit mehreren starken Seilwinden wird das 34 Meter lange Schiff aus dem Wasser gezogen. Auf Schienen rollt die Sean O'Kelly vorsichtig an Land. Zwei Autokräne sollen die tonnenschwere Last vom Ufer auf den Tieflader heben. Peter Knuth koordiniert die Aktion. Der Tiefladerzug, der ist jetzt 30 Meter lang, die steht ziemlich eng. Wir stehen jetzt auf ein paar Zentimeter, haben wir Luft nachher, wenn ein Schiff auf dem Tieflader steht, da wird es knapp, da muss man jeden Zentimeter muss man hier austüfteln. Zwei Stahlträger sollen das Gewicht des Schiffes tragen. An ihnen werden die Seile der beiden Kräne befestigt. Doch schon beim ersten Hebeversuch gibt es Probleme. Stoppen mal. Alles stopp. Das haben wir mit dem Gewicht, haben wir jetzt schon 120 Tonnen und sind noch nicht frei. Dann wird es ein bisschen schwerer wie gedacht. Das Hausboot ist schwerer als berechnet. Durch Verkürzen des Auslegers um einen Meter wird das höhere Gewicht kompensiert. Doch ein anderes Problem lässt sich so einfach nicht beheben. Der Platzmangel. Also, letzte Mal stopp, jetzt schwenke mal nach rechts. Lass mal ein bisschen rutschen. Nach einigem Rangieren steht das Boot dann endlich auf dem Tieflader. Kleine Überraschung haben wir überlebt, weil wir großzügig geschätzt haben, das Boot mit 160 Tonnen Eigengewicht. Und tatsächlich hat es jetzt 190. Jetzt übernimmt Lkw-Fahrer Frieder Sahm. Gehen wir los. Mit einem Gesamtgewicht von knapp 300 Tonnen setzt sich der Schwertransport in Bewegung. Beim Manövrieren auf dem engen Werftgelände ist Frieder Sahm auf seinen Kollegen am Ende des Fahrzeugs angewiesen. Thomas, längschen nicht so weit daneben ins Eck hinterher, weißt du? Sondern so weit wie möglich von dir aus gesehen nach rechts. Thomas Reile überwacht die toten Winkel des 50 Meter langen Gespanns. Per Fernsteuerung kann er die hinteren 10 der insgesamt 20 Achsen steuern. Wie weit gehen wir noch zurück? Ja, komm noch, wir sind jetzt am Anfang von der Halle da. Okay, gut. Die Ausfahrt aus der Werft ist geschafft. Nur knapp 3 Kilometer liegen vor dem Schwertransport, doch die werden eng. Thomas, du legst jetzt hinter so weit wie möglich nach links raus, gell? Frieder Sahm muss seine Zugmaschine bis zum äußersten Rand der Fahrbahn lenken, um die Kurve zu kriegen. Jawohl, geht mal noch so. Wie erhofft, schiebt sich das Heck des Schwertransports am Baum vorbei. Thomas, sehr gut, musst du laufen. Sehr gut, frei. Wenige hundert Meter weiter das nächste Problem, eine Telefonleitung. Holger Hamann überprüft die Durchfahrtshöhe. 8,30 Meter, ja, das stimmt denn.
Wir sind ja mit dem Schiff 8,5 Meter, 8,7 Meter hoch, Kompletthöhe. Wir werden zwei Leute auf dem Schiff postieren, links und rechts mit zwei Holzstangen. Und dann werden wir das Kabel hochdrücken und das müsste dann reichen. Unterdessen bekommt der Transport eine zweite Zugmaschine zur Verstärkung. Leichter wird es dadurch nicht. Die Richtung gibt die Zugmaschine vor, die unmittelbar am Anhänger hängt. Ja? Und wir müssen jetzt halt uns per Funk abstimmen, wie er vorne die Kurven ausfährt, ja? Dass wir uns nicht festfahren. Thomas, bist du hinter dran? Alles klar. Mit 1200 PS ziehen die beiden Zugmaschinen den Tieflader Richtung Ziel. Doch die Fahrt ist nur von kurzer Dauer. Hier die vorne macht, da hebt sie das Auto. Ja, das sieht gut aus bis jetzt. Stopp, Digga. Diesmal lassen sich die Äste nicht wegdrücken. Mit einer Säge wird entfernt, was im Weg ist. Stück für Stück arbeitet sich der Transport durch das Dickicht. 30 Meter. Wir sehen das eigentlich nicht als sinnvoll, dass man jetzt sagt, man geht im Vorfeld her und macht da Radikalschnitt mit der Motorsäge oder sowas, sondern wir machen wirklich nur das weg, was unbedingt erforderlich ist. Knapp einen Kilometer hat die Sean O'Kelly auf dem Weg zu ihrem letzten Liegeplatz zurückgelegt, als der Schwertransport erneut stoppen muss. Das Telefonkabel über der Straße hängt tiefer als gedacht. Werden wir aushängen müssen. Holger Hamann fürchtet, das Kabel aushängen zu müssen. Doch dank der Fahrzeughydraulik lässt sich das Problem umgehen. Wir lassen es ab, dann geht es leichter für die Jungs da oben. Der Tieflader wird hydraulisch um einige Zentimeter abgesenkt. So lässt sich das Boot knapp unter dem Kabel durchschieben. Kurz darauf das nächste Hindernis. Ein Schild verhindert die Weiterfahrt. Mit vereinten Kräften lässt sich das Schild entfernen. Einen Notfallplan gab es trotzdem. Im Fall, dass wir es nicht hätten rauskriegen können, dann hätten wir es mit dem Rohrschneider abschneiden müssen. Aber so ist das eine einfache Sache. Wir stecken das mal wieder rein, Steine drauf nehmen. Das ist aber ewig. Die letzte Teilstrecke steht bevor. Während die Polizei den Verkehr umleitet, biegt das Gespann auf die lange Zielgerade ein. Auf 160 Rädern rollt die Sean O'Kelly ihrem neuen Zuhause entgegen. Vor der Einfahrt zum Museumsgelände hängt Frieder Sahm seine Zugmaschine um. Ab jetzt wird geschoben. Wenn man den Tieflader an der Front von der Zugmaschine hat, hat man erstmal eine bessere Übersicht. Ja? Und wir müssen jetzt rückwärts den Hänger in die Museumseinfahrt reindrücken. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man den an die Schnauze nimmt. Ja, okay, kommen wir mal. Die Einfahrt ist nicht nur eng, es geht auch bergab. Durch den hohen Schwerpunkt besteht Kippgefahr. Doch die Hydraulik des Tiefladers gleicht aus. Das Schiff wird waagrecht gehalten. Aber wir kommen noch weiter. Wie geht denn die Schwenkhänger aus? Ja, hinter praktisch links könnte man ein wenig heben oder rechts ein wenig ablassen. Das Schiff ist im Museum angekommen. Jetzt muss es auf sein Fundament. Sitzen wir jetzt gleich ab, oder? Du bist der Chef. Nee, du bist der Chef. Ich stehe jetzt auf deinem Hoheitsgebiet. Ja, das stimmt. Also dann setzen wir gleich ab. Das hat ein Rüde namens Hamann hat es markiert. Aha, gut. Also dann setzen wir sofort ab. Frieder Sahm steuert das Hausboot auf seinen endgültigen Standort. Neben eine russische Antonov. Hydraulisch senkt er seine 200 Tonnen Fracht ab. Auf den Zentimeter genau. Gut. Da braucht man schon gute Leute, auf die man sich verlassen kann. Genau wie mit dem Frieder Sahm, wenn der seinen LKW nicht beherrscht, die viele Technik, die da drin ist, man hat jemanden drauf, der es nicht versteht, mit dieser Technik umzugehen, dann macht man mehr kaputt, wie der ganze Kram einbringt. Das Kelly-Hausboot hat seinen letzten Ankerplatz erreicht. Ein trockenes Plätzchen im Museum, als Touristenattraktion. Und das war's von uns. Wir sehen uns wieder am nächsten Donnerstag. Machen Sie es gut. Bis dahin.